Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal zu einer Lego-Gratis-Zugabe, in Anführungszeichen, aus dem letzten Jahr. Und zwar der 40450 und damit dem Emilia Earhart Tribute Set. Dieses Tribut besteht einmal aus dem Ständer, dann aus dem Flugzeug und das ist eine Lockheed Vega 5B. Und es ist ja wirklich eine geschichtsträchtige Frau, die diese Ehrung auf jeden Fall auch verdient hat. Wenn man sich bedenkt, dass Emilia Earhart als erste Frau 1932 im Alleinflug den Atlantik überquert hat und das in einer Zeit, wo es mit Frauenrechten und Ähnlichem noch ganz anders aussah als heute. Und genau deshalb hat sich Emilia Earhart nach diesem Erfolg auch für die Frauenrechte eingesetzt, beziehungsweise für die Gleichberechtigung der Frau zum Mann und hat sich damit ja nicht nur Freunde gemacht. Und deshalb finde ich es super, dass sie mit so einem Set irgendwo geehrt wurde und das auch noch um den Internationalen Frauentag herum. Wenn man aber natürlich so eine geschichtsträchtige Frau als Aufhänger von so einem Set hat, dann erwartet man auch ein bisschen was davon. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob dieses Set das auch einhalten kann. Denn laut Lego hat es ja trotzdem einen Wert von 20 Euro und man musste ja immerhin auch 100 Euro für andere Lego-Sets ausgeben, um dieses Set hier geschenkt zu bekommen. Wenn wir uns die Verpackung anschauen, ist die von vorn ganz entspannt. Wie ihr das ja jetzt schon gesehen habt, ist nur das Set abgebildet, die Minifigur, die exklusiv in diesem Set ist. Und wir haben so eine Art Wachssiegel mit Emilia Earhart hier abgedruckt. Und auf der Seite nochmal das Set über einer Weltkarte. Und wir sehen auch, das Set wurde mit Klebestreifen zugemacht und lässt sich damit bis auf die Klebestreifen, die man aufschneiden muss, zerstörungsfrei öffnen. Auf der Rückseite dann nochmal die Figur mit einer 2x2 Fliese in der Hand als Weltkarte und das sieht mir aber verdächtig danach aus, als wäre diese Fliese nicht bedruckt, sondern mit einem Sticker gelöst und wenn sich das jetzt im Set bestätigt, wäre das für mich wirklich ein recht schwacher Punkt. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf und dann können wir uns zusammen die Anleitung anschauen. Und in der Packung finden wir dann die Anleitung im Taschenbuchformat. Sie ist klammergebunden, leider bei mir hier nicht im besten Zustand angekommen. Und es hat sich auch bestätigt, wir finden einen Stickerbogen darin. Und mal wieder alles, was an diesem Set von normalen Steinen abweicht, ist mit Stickern gelöst. Die Weltkarte, die Plakette und auch die Nummerierungen und Bezeichnungen am Flugzeug. Das finde ich schon sehr schade. Ansonsten ist die Anleitung wie von Lego gewohnt aus einem hochwertigen Papier gemacht. Wir haben 44 Seiten für das Flugzeug. Dann fangen wir an mit dem Ständer und bauen diesen dann bis Seite 70. Ich bin mal gespannt, wie das Teileverhältnis aussieht, weil der Ständer wirkt schon relativ klobig. Also ich glaube, da sind mehr Teile reingeflossen, als es unbedingt sein musste. Aber mal schauen, das sehen wir am Bau. Und hier habt ihr nochmal die Teileliste. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr euch wie immer das Video gern an der Stelle anhalten. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Flugzeug wieder. Und fertig ist auch schon die Lockheed nach der ersten Bauabschnittstüte. Und sie ist doch relativ klein geraten, muss ich sagen. Also sie erinnert mich sehr an diese älteren Lego-Systemsets. Ein bisschen detaillierter ist es schon als die Lego-Systemflugzeuge. Aber es ist eben so ein bisschen Oldschool-Lego vom Bau und auch von den Teilen. Wir haben nämlich auch relativ große Teile und weniger kleine Teile, die man eben sonst für Details nimmt. Und wir haben auch noch sehr viel Noppenoberfläche. Also es hat sich wirklich angefühlt, wie älteres Lego zu bauen. Die Teilequalität ist bis hierhin wirklich gut, die Steine sehen gut aus, wir haben keine großen Kratzer oder anderen Probleme, hin und wieder mal einen Angusspunkt zu viel. Und das ist bei Lego ja wieder ein neueres Phänomen, das hatten wir eigentlich lange Zeit nicht mehr, dass wir jetzt auch bei Lego solche sehr sichtbaren Angusspunkte hatten, aber so langsam entwickelt es sich wieder dorthin. Wenn wir uns dann die Lockheed anschauen, dann ist sie natürlich noch ein Stückchen detaillierter als die Lego-Systemflugzeuge. Mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall die Ansicht mit dem Propeller vorn und eben auch dieser markante Teil unter den Tragflächen. Wir haben Sticker dabei, die sich wirklich sehr gut einfügen, siehe hier und siehe hier. Und wir haben Sticker, die sich eher schlecht einfügen, vor allen Dingen auch aufgrund der Farbtreue. Das seht ihr hier sehr eindeutig und auch hier hinten sehr eindeutig. Und dass wir überhaupt hier 11 Sticker dabei haben insgesamt, ist mir einfach zu viel. Ich baue jetzt aber auf jeden Fall mal noch den Ständer dazu und dann haben wir das Set soweit auch schon fertig gebaut. Jetzt haben wir auch den Ständer fertig mit dieser wunderschönen Sticker-Plakette. Naja, ansonsten ist er doch sehr, sehr klobig, ist tiefschwarz gehalten, außer wenn man ihn umdreht. Da hat man natürlich auch noch Wege gefunden, ein paar beige Steinchen zu verstecken. Aber das ist soweit schon noch in Ordnung. Ich finde es nur nicht so schön, dass wir hier diesen Übergang von den wirklich glänzenden Fliesen zu diesen matten Teilen haben. Aber das kennen wir ja von diesen Ständern mit so einem Aufbau schon. Ich füge jetzt auf jeden Fall mal das Flugzeug und den Ständer zusammen.
Die Hochzeit haben wir jetzt durchgeführt und von oben sieht's im Verhältnis ganz okay aus. Aber wir gehen mal in die Seitenperspektive und dann seht ihr, dass mich der Ständer schon fast ein bisschen stört. Und da seht ihr jetzt die Lockheed in ihrer vollen Schönheit. Aber mich stört der Stand schon sehr. Der ist mir echt zu klobig für das Flugzeug, zu auffällig und nimmt zu viel Raum ein. Also man hätte lieber den Ständer ein bisschen filigraner machen sollen und vielleicht dafür die Lockheed größer. Oder meines Erachtens, dadurch, dass die Lockheed auch ohne Ständer sehr gut dasteht, die Lockheed vielleicht ein bisschen detailreicher bauen und dafür den Ständer weglassen. Ich meine, auf so eine Stickerplakette hätte ich echt verzichten können. Ansonsten ergibt das Ganze schon ein Bild und ich finde es als Gratisbeigabe wirklich in Ordnung. Es gab schon bessere Beigaben, aber es gab auch schon schlechtere Beigaben. Wir haben aber natürlich auch noch die exklusive Figur dazu. Die Figur hält die beklebte 2x2 Fliese in der Hand. Naja, als Print wäre das richtig cool gewesen, mit dem Sticker eher nicht. Ansonsten der Helm und die Fliegerbrille sind schon sehr bekannt, aber der Oberkörper und das Gesicht sind exklusiv für die Figur, auch ist wenigstens der Rücken leicht bedruckt, ein Wendegesicht haben wir aber leider hier nicht. Alles in allem kann ich euch das Set empfehlen, wenn ihr es für einen guten Preis bekommt, nur leider wird sich das als eher schwer erweisen, denn aus Lego-Sicht ist es meines Erachtens nicht die angegebenen 20 Euro wert. Und es wird teilweise jetzt sogar noch teurer gehandelt. Aber es kann sich nun mal auch nicht jeder für 100 Euro im Lego-Shop Sachen bestellen, damit man das dann als Gratiszugabe bekommt. Man muss hier also ein großer Fan von dem Vorbild sein und sich eben auch mit so einer beeindruckenden Lebensgeschichte wie von Earhart auseinandersetzen. Und wenn man dann der Meinung ist, dass diese Lockheed Vega 5B einen auch 20 bis 30 Euro wert sind, dann ist es ein Set, was ich empfehlen kann, dann seid ihr zumindest davon nicht enttäuscht. Aber wenn man bedenkt, dass man von Kobi eine Fokker DR1 oder eine Fokker EV für einen kleinen Aufpreis bekommen würde, dann ist das schon wieder ein bisschen relativiert. Deshalb muss man hier wirklich ein großer Fan sein. Wenn ihr das Set natürlich selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, damit würdet ihr uns sehr weiterhelfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.